Also ich habe jetzt nach diesem Buch von Hajo Banzhaf, das Arbeitsbuch zum Tarot, nach diesem Spiel, das er hier beschreibt auf Seite 14, das nennt sich Der Weg. Und ich habe das jetzt mal für mich gelegt, für die aktuelle Situation und heraus kam Folgendes. Das, worum es geht, ist der Ritter der Münzen. Hier geht es um Fleiß, Ausdauer und Beharrlichkeit. Und es steht eine günstige Zeit bevor. Vorstellungen werden da verwirklicht. Und man befasst sich mit Fragen der materiellen Sicherheit und bewertet seine Vorhaben hinsichtlich einer Kosten-Nutzen-Relation. Und da hat er absolut recht. Also darum geht es in meinem Leben momentan wirklich. Dann auf Stelle 2. Bisherige Einstellungen und Vorgehensweisen steht der Teufel. Hier verfolgt man eine fixe Idee oder ist von einem Gedanken besessen und ist daher auch nicht frei. Man ist in etwas gebunden oder verstrickt. Das stimmt zu einem gewissen Grad, weil ich habe immer fixe Ideen verfolgt und ich bin immer sehr rigide gewesen darin, wie das dann ausschauen muss am Ende. Also sehr, sehr starke Vorstellungen, wie exakt das zu sein hat, was ich suche, ja. Und dann haben wir auf Stelle 2 die Hohepriesterin. Da steht Hoffnung und Wünsche. Man hat gewartet, dass einem die innere Stimme sagt, was man tun soll. Man war bisher verzeihend, fürsorglich und barmherzig. Und man hat sich, ja, man hat sich vielleicht auch davor gedrückt, eine Entscheidung zu treffen, weil man halt gehofft hat, dass einem die innere Stimme das sagen wird. Und das stimmt auch. Ich habe bisher immer gewartet, dass mir irgendwann die innere Stimme sagt, durch eine Eingebung, was ich jetzt tun soll als nächstes, ja, weil ich selber irgendwie immer das Gefühl hatte, ich bin mit meinem Latein am Ende, ja. Und auf Platz 3 ist die 2 der Münzen. Bei der 2 der Münzen, da sagt er, also eigentlich Platz 4, ja, nicht Platz 3, weil das hier ist Platz 1 gewesen, worum es geht. Dann 2 der Teufel, 3 die Hohepriesterin und jetzt sind wir auf Platz 4. Bei Platz 4, da geht es um die äußere Fassade oder das Auftreten in der Öffentlichkeit. Und hier sagt er, man wirkte bisher sehr sprunghaft und unentschlossen. Das heißt, andere haben mir das nicht ganz abgekauft, dass ich gewisse Vorhaben wirklich ernst meine. Ja, das ist auch möglich, weil ich habe mich schon oft unverstanden oder missverstanden gefühlt. Ja, also das kann schon sein, dass mir das Leute nicht abgekauft haben, dass ich wie ein Berserker nach einer Arbeit gesucht habe. So, dann sind wir bei Platz 5. Auf Platz 5 fiel der Ritter der Kelche. Hier steht, ja, das Auftreten und die äußere Haltung, die man in Zukunft sozusagen zeigen soll. Das heißt, hier sollte ich friedvoll und also friedfertig auftreten und versöhnlich auch. Und ich sollte Sympathie und Gefühle und Zuneigung zeigen und auch mal lächeln. Also ein bisschen aus mir herausgehen, ne? Ja, kann man jetzt nehmen, wie man möchte, aber ja, ist vielleicht so, keine Ahnung. Dann auf Platz 6 die 3 der Schwerter. Hier steht, man sollte sich befreien aus Abhängigkeiten. Und das würde auch sehr gut dazu passen, dass wir ja hier oben die Abhängigkeiten hatten, ne? Hier steht eben, befreien Sie sich aus diesen Abhängigkeiten. Trennen Sie sich von allen Gefühlen oder Gedanken, die krankmachend sind. Und wenn dann diese Wunden verheilt sind, dann wird man sich besser fühlen. Das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, weil es eben super passt zu diesen Abhängigkeiten, die hier angedeutet sind. Ja, man ist gebunden, man fühlt sich da wirklich, also das stimmt. Ich fühle mich wirklich abhängig, weil ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht unabhängig machen, ja, weil um meine Selbstständigkeit so groß zu machen, dass ich davon leben kann, bräuchte ich einen Investor, der mir mindestens 35.000 Euro gibt, ja, weil anders komme ich dort nicht hin. Also ich wüsste nicht, wie ich dazu komme, mich zu befreien aus den Abhängigkeiten, ja. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, bitte. Also mir sagt das auch nicht viel, aber die Situation, die er da beschreibt, die stimmt, ja. Und dann kommen wir zur letzten Karte. Platz 7, bewusste Einstellung und Vorgehensweise, die in Zukunft an den Tag gelegt werden sollte. Hier schreibt er, erkennen Sie, dass Sie Abschied nehmen müssen. Trennen Sie sich von bisherigen Vorstellungen und Betrachtungsweisen oder Gedankenkonzepten. Je klarer und eindeutiger Sie loslassen, desto leichter werden sich neue Erkenntnisse ergeben, die Ihnen die Augen öffnen. Ja? Also insgesamt ist das wirklich ein sehr, sehr stimmiges Reading, ja, für meine derzeitige Situation. Muss ich dem Hajo Banzhaf wirklich recht geben? Das ist eine tolle Art zu legen. Ja? Also man hat oben hier die Karte, worum es geht, und dann geht es hier. Hier 2, 3, 4 mit der Vergangenheit, wie man sich bisher verhalten hat, und hier 5, 6, 7 mit der Zukunft, wie man sich in Zukunft verhalten sollte. Ja? Also das ist in sich ein geschlossenes System und finde ich sehr, sehr gut. Ja? Also gefällt mir.
kann ich nur empfehlen, dass man sich dieses Buch kauft. Es schaut so aus, ja, und ist wirklich ganz, ganz toll beschrieben. Also da kann man nichts falsch machen mit diesem Buch.